Ich bin Claudia von Kibadu und ich zeige euch heute, wie ihr diesen Ausschnitt und den Kragen bei dem Schnittmuster Nedina, gleichzeitig wird es aber auch für das Schnittmuster Makaya funktionieren, weil es nach einem ähnlichen Prinzip ist, wie man das Ganze näht. Da ist es ganz wichtig, dass ihr ganz genau und exakt arbeitet, das zeige ich euch aber gleich in der Anleitung. Zudem möchte ich gleich dazu sagen, dass ich unversäubert gearbeitet habe, also sprich ohne Overlock nähte, um euch das besser zeigen zu können. Ihr solltet natürlich das Schnittmuster vorher versäubert haben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gucken des Tutorials. Dann nehmt ihr euch die Leisten und normalerweise werden diese verstärkt mit einer dünner Einlage. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich hier einen ziemlich festen Baumwollstoff habe und ich das auch nicht zu steif haben möchte. Und ihr könnt hier schon sehen, wenn ich die Enden übereinander lege, unten genau, dann entsteht dieses V, was wir nachher nähen möchten. Wir haben alles markiert. Wir haben hier markiert, bis wohin wir nähen müssen, wie breit die Nahtzugaben sind, sodass wir gleich ganz genau nähen können. Ich zeige euch jetzt noch mal einmal anhand des Schnittmusters, wie die Leiste gedacht ist. Und zwar sehen wir hier, dass wenn ich die Leiste hier anlege genau, dass sie doppelt so breit ist wie der Ausschnitt. Sprich, es passt genau, die Enden der Leiste passen genau vorne in den Ausschnitt rein. Es sollte also eigentlich nichts an den Seiten überstehen. Anhand des Schnittmusters zeige ich euch noch einmal, wie jetzt genäht wird. So, ihr seht hier, endet quasi diese Markierung, endet genau in der Markierung vom Schnitt. So würde es fertig nachher aussehen. Und deshalb wird die Leiste jetzt so rumgelegt, rechts auf rechts, so wird die Leiste jetzt angenäht. Und zwar hier genau auf den Nahtzugaben. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr wirklich genau die Breite der Nahtzugaben einhaltet, damit nachher wirklich hier unten in dieses Ende das alles exakt reinpasst. Ihr legt euch das Vorderteil mit der rechten Seite nach oben vor euch hin und dann werden die Leisten positioniert. Am fertigen Teil bzw. am Stoff sieht es dann so aus. Ihr nehmt die Leiste, die ihr links auf links gefalten habt und legt sie hier genau an die Ausschnittkante. Das kürzere Ende zeigt Richtung Armausschnitt. Und hier oben habe ich mir die Markierung in den Schnitt gemacht und die zeigen genau aufeinander. Jetzt lege ich das hier unten exakt an die Kante an, mit der noch offenen Seite, das gleiche auf dieser Seite. Und ich habe als Orientierung immer meine Schlitze hier oben und dann wird genäht. Und zwar bis zu der Markierung, die ich mir eben übernommen habe. Und zwar diese Markierung, diese Linie. Bis dorthin wird genau genäht in Breite der Nahtzugabe. Das machen wir auf beiden Seiten. Wir haben das Ganze jetzt genäht und zwar hier genau in exakt der Nahtzugabenbreite und genau bis zu dem Punkt, den ich mir vorher hier auf der Leiste markiert hatte. Und jetzt kommt der Schritt des Einschneidens der Ecke. Dafür klappe ich die Nahtzugabe zur Seite und schneide exakt bis genau vor diese Naht und kein Millimeter weiter. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Da, wo die Nadel markiert ist sozusagen, bis dahin und nicht weiter. Dann kann ich die Leisten nach innen klappen und dann sollte auch hoffentlich alles passen. So, wir holen uns hier die Ecke noch raus. Da muss man jetzt so ein bisschen das zurückschieben, die Zunge hier, die Enden nehme ich genau übereinander und jetzt ist hier diese Ecke entstanden, das Schneiden und jetzt nähe ich genau hier exakt entlang und dann habe ich einen ganz sauberen Abschluss. Aber achtet darauf, dass ihr nicht hier in diese Stellen mit rein jetzt, sondern wirklich nur ganz genau entlang dieser Linie. Und dann wird das Ganze hübsch ausgebügelt und dann habt ihr den perfekten Ausschnitt. Das Ganze habe ich jetzt schön ausgebügelt und ihr seht, wie wunderbar der Ausschnitt ganz sauber fertig ist. Ups, hier habe ich einmal ein bisschen umgebügelt.
Das Ganze wird natürlich versäubert normalerweise. Ich habe euch das aber extra jetzt ohne die ganzen Oberlocknähte gezeigt, damit man es besser erkennen kann. Jetzt können wir auch noch gemeinsam den Kragen annähen. Das ist eigentlich auch nicht schwer. Und zwar habt ihr die beiden Kragenteile. Ich habe schon mal angefangen, was zu stecken. Und der eine Kragenteil, also der Innenkragen, wird ja schon umgebügelt. Also da ist die Nahtzugabe umgebügelt worden. Den lege ich mir wieder zur Seite. Und ich starte mit dem Außenkragen. Ich fange hinten an. Habe mir die hintere Mitte markiert am Kragen und am Ausschnitt und fange hinten mittig an, den Kragen zu stecken. Das habe ich hier auf der Seite schon gemacht. Wichtig hierbei ist, dass ihr vorne am Ende immer ein Stück Überstand habt, denn das braucht ihr nachher zum Nähen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann stecke ich jetzt die zweite Hälfte auch noch schnell und dann können wir den schon annähen gleich. Ja. Ich nehme dann immer vorne die Spitze zuerst, stecke die erst, um den Rest dann anzupassen. Aber das passt alles. So, der Kragen ist jetzt angesteckt. Und jetzt wird einmal hier entlang am Halsausschnitt der Kragen festgenäht. So, den Außenkragen haben wir jetzt angenäht. Auch hier wäre normalerweise der verstärkte Kragen angenäht worden, aber weil ich auch hier das nicht zu steif haben möchte, habe ich auf die Verstärkung verzichtet, weil ihr seht, die Baumwolle ist schon ein bisschen fester. Und jetzt kommen wir mit dem Gegenkragen, der bereits umgebügelt ist, und dieser wird nun auch beginnend an der hinteren Mitte festgesteckt. An der oberen Kante, das geht eigentlich ziemlich zügig. Auch wieder vorne, dass die Spitzen genau aufeinandertreffen. Darauf solltet ihr achten. So, das Ganze wird nun genäht. Wichtig ist hierbei, dass ihr die Nahtzugaben, die ihr hier habt, die ihr vorhin genäht habt, nach oben klappt. Die von dem zweiten hatten wir ja bereits umgebügelt. Aber dass das hier alles ganz genau aufeinander liegt. Und dann beginnt ihr hier ganz dicht an der Ausschnittkante anzunähen und näht dann an der Oberkante entlang. Das mache ich jetzt und dann zeige ich euch das nach. Den Innenkragen haben wir jetzt auch aufgenäht. Ihr seht, ich habe hier exakt an der Kante begonnen und habe einmal rundherum genäht und hier auch wieder genau aufgehört. Jetzt werden hier die Ecken eingekürzt und hier vorne, ich würde da nicht zu viel wegschneiden, dann kann man das nachher besser reinstülpen, wenn man den Kragen umdreht. Also die Ecken hier wegschneiden und die Nahtzugaben kann man hier auch noch ein wenig einkürzen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier auch nicht großartig verstärkt habe, müsste das auch in Ordnung gehen. Dann wird der Kragen umgestülpt, gewendet. Die Ecke wird hier schön ausgearbeitet. Auf der anderen Seite auch. Und dann wird der Kragen, hier schaut ihr, dass ihr die Ecken schön reinarbeitet und euch das mit einer Nadel fixiert, bevor ihr das Ganze näht. Auf der anderen Seite auch. Wird alles reingesteckt ordentlich, auch wieder fixiert. Und dann empfehle ich euch, den Kragen erst einmal zu bügeln, bevor ihr ihn nachher vernäht. Also wir bügeln, arbeiten hier die Kanten schön aus oben und bügeln den Kragen einmal und am Ende wird dann eben die untere Naht vernäht. Ihr könnt aber auch einmal rundherum um den Kragen nähen. Achtet darauf, dass ihr hier wirklich die Nahtzugaben genau abdeckt mit der Naht, die ihr am Anfang genäht habt. Dass ihr da so ein bisschen so einen kleinen Hauch immer drüber liegt, wenn ihr näht, dann geht auch nichts schief und alles sieht ordentlich aus. Also den Kragen habe ich jetzt gebügelt und habe hier den Kragen festgesteckt und zwar so, dass es immer ein wenig über der vorher entstandenen Naht abgedeckt ist. Und das Ganze nähe ich jetzt ab. Den Kragen haben wir jetzt auch angenäht, wie ihr seht, innen hier knappkantig und so sitzt man außen genau auch auf der Naht. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Ärmel annähen und
die Volants machen, aber das ist, denke ich, nicht das Schwierigste am Schnittmuster. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal den Ausschnitt und den Kragen. So, ihr habt jetzt gesehen, dass es gar nicht schwer ist, dass es kein Hexenwerk ist. Wichtig ist, dass ihr die Nahtzugaben exakt einhaltet, sowohl beim Ausschnitt als eben auch beim Kragen, dass ihr da ordentlich und sauber arbeitet und dann ist das überhaupt kein Problem. Einen kleinen Tipp habe ich für euch, wenn ihr mit sehr flutschigen Materialien arbeitet, wie Viskose, wofür der Schnitt eigentlich ausgelegt ist, dann fällt er ein bisschen schöner und lockerer. Ihr seht, die Baumwolle sitzt schon ein bisschen steifer. Dann könnt ihr die Knopfleiste zum Beispiel zusätzlich noch mit Sprühstärke einsprühen und bügeln. Dann ist das Ganze ein wenig fester und lässt sich einfacher verarbeiten. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ihr abonniert den Kanal, denn ich verspreche euch, zukünftig wird es wieder häufiger Anleitungsvideos geben. Also macht's gut. Tschüss.